Nee. Leon, du glaubst es nicht. Hm? Hier steht auf dieser Cola Zero steht als Inhaltsstoff 4000 Likes und jeder neue Zuschauer muss abonnieren. Glaubst du das? Was? Ja, das steht hier. Hier. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Naja, ist ja auch egal. Lasst ein Like da und ein Abo an alle neuen Zuschauer. Herzlich willkommen. Und an alle bestehenden Zuschauer, willkommen zurück. Es ist heute wieder eine entspannte Folge Random Scheiß Games auf Steam. Und wieder mit dabei ist Leon. Wir können mal ganz kurz... Hallo. Genau, Leon. Wir können mal ganz kurz gucken auf Steam. Die letzte Folge kam vor einer Woche online. Wir haben schon sehr, sehr viele coole Kommentare bekommen. Ihr hattet sehr viel Bock und das war sehr schön. Deshalb heute wieder super entspannt. Schreibt gerne wieder Kommentare. Es war wunderschön. Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben tolle Spiele entdeckt letztes Mal. Von diesem Shotgun-Game zu dem Bunny-Guns-Game, zu diesem Taubenspiel, wo wir die übelsten Lachflash hatten. Ja, Freunde, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, sie ist verlinkt, ne? War geil. Und heute, und ihr habt es auch schon im Titel gesehen, schauen wir uns wieder verfluchte Online-Koop-Games an. Wir beschränken uns nicht auf irgendein Genre. Das Einzige, wonach wir gefiltert haben, war Online-Koop und nach Spielen. Also wir machen jetzt nicht irgendwie Horror oder I don't fucking know, sondern wir gehen einfach rein. Ne, Leon? So. Ja, wie geht's dir? Ja, ist ja 10.44 Uhr, ne? Bist schon aufgewacht? Geil. Ja, easy. Also, ich bin noch gar nicht schlafen gegangen. Okay, ich würde sagen, hast du ganz oben auch Bunny Game? Ja, ja, ja. Okay, dann schauen wir uns das mal kurz an. Keine Ahnung, was es ist. Ach, so ein Top-Down-Ding. Also ich habe mir jetzt die Bilder angeguckt und ich weiß noch nicht, was es ist. Ja, nee, das sieht ein bisschen verflucht aus, bin ich ehrlich. Ja, was ist? Darunter ist Hellbreach Vegas. Das sieht wieder aus wie so ein... Das sieht wieder aus wie so ein Zombie... Oh nein. Das sieht doch richtig kacke aus. Da war Bunny ganz besser. Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich weiß nicht. Wir können uns das mal behalten. Es sieht eigentlich nur aus wie eine abgefuckte Version von COD-Zombies. Mm. Was ist das? Nobody sleeps at night. Oh nein, das sieht geil aus. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Die scheiß NPCs. Hast du das vorletzte? Guck dir mal das vorletzte Bild an. Warte. Dieser Eingang, es sieht legit aus wie ein Spiel aus 2005. 5,30 €. Co-op, Survival Horror, Finding Your Friend Who Disappears at Night in a Strange Forest Hiding Sinister Secret. Ja, wollen wir? Okay, let's go. Gut, ab in den Warenkorb, let's go. 5 €. Scary alone, funny with friends. Scary alone. Make sure to lower the Chase SFX volume slider down. Lass ihn einfach mal voller Laut. Nearly shit my fucking pants. Lass bitte den Chase HFX Schalter auf voller Lautstärke. Okay? Oh Mann. Bitte. For the best immersion, play with dark setting with headphones. 3D Audio. Recode. Oh nein. Aber sieht's gar nicht. Okay, ich geh jetzt auf Multiplayer. Begin a new game. Confirm. You and your friend decided to go to a short retreat in a forest. Cabin break. Little did you know, the forest holds a strange and sinister secret. Your friend disappears in the middle of the night and it's up to you to find them. Also irgendwelche Leute von unseren Freunden sind verschwunden auf einem schönen Jungstrip, ne? Below there are some tips that may help you. Okay, every playthrough is completely randomized. Das ist cool. Jedes Playthrough ist komplett random. Environment is different. Items, their placements, the underground, everything. Alles ist also random generiert. Okay, das ist cool. Supplies are crucial. Gather what you can from the cabins before heading into the woods. Okay, man soll ganz viel Sachen sammeln. Sich schön Speck anfressen im Prinzip. Keep a sharp ear for sounds. It may be hard to see in the darkness, but your ears will alert you to your surroundings. Okay, also Sound ist mega wichtig in dem Game.
Your ultimate objective is to escape the forest. Okay. There are multiple endings and multiple ways to achieve this. With or without saving your friend. Okay, man kann also unser Ziel ist es nicht, unseren Freund zu finden und zu retten, sondern unser Ziel ist es basically einfach zu entkommen, ob mit dem Kumpel oder ohne. Finde ich schon mal gut. Gut. Viel Glück. Danke. Age. Warum ist mein Standardalter 57? Warum muss man das Alter einstellen? Ist man langsamer, wenn man 65 einstellt? Oh, warte mal. Faster Sprinting Speed? Leute. Increase maximum stamina? Harder to be seen by children? Bei children? Was spielen wir denn? Harder to be seen by animals? What the fuck bin ich spielend, Alter? Oh fuck. Oh Mann, es tut mir leid. Ich war fast gekotzt. Um Gottes Willen. Okay. Starts okay, with Lock. Ich könnte. Pass auf, ich nehme Thief, weil der hat am Anfang schon Lockpicks. Ja. Das heißt, wir können schon uns irgendwas aufknacken. Und mein Name ist Thomas Godoy. Ja. Und der Weltseed ist Abo. Oh, nee, ich muss Nummern eingeben. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1. Das ist mein. Okay. Environment Type. Gibt's nur einen? Ich nehme den Bre mit dem weißen Shirt. Ja, ich nehme die mit dem Rock. Ich heiße Mike. Warum? Ich heiße Thomas Godoy. Ich habe mich umbenannt. Okay. Ja, Sam. Okay. Ach, scheiße, warte mal. Ich starte jetzt. Ja. Kann ich dir dann beitreten oder wie ist das? Ja. Okay. Create Room. Sterzix Hölle. Ich mache einen privaten Raum auf. Ah, ne, ich mache einfach auf. Spielt eh keiner. Warte, ich dachte, nein. Ah, ne, okay, alles gut. So. Sterzix Hölle. Okay, hast du schon aufgemacht? Ja. Es gibt Proximity-Chat. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich im Game, ja. Warte mal. Hörst du mich? Ja. Okay. Aber dann stelle ich mich mal kurz hier stumm. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Nee, doch nicht. Hallo? Okay, ja, hallo, ja, hallo. Mike. Du bist so hell. Na? Ich stelle ich mal im Discord stumm. Oh Gott. Bin ich nicht stumm? Nee. Ah, jetzt. Okay. So. Da hat mein Hotkey nicht funktioniert. So, Mike. Hörst du mich jetzt, ja? Ja, natürlich, Mike. Auf Kuhn E kann man sich lehnen. Hier liegt ein Apfel. Also, nicht vergessen. Unser Freund wurde geklaut. Ne? Ja. Du bist schockierst. Du bist schockiert, richtig? Ganz. Bitte? Du musst mich angucken, wenn du mit mir redest, sonst höre ich dich. Echt jetzt? Nein, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall weg gerade. Ja, ja, wir müssen jetzt vorreden. So? Ja. Mann. Ja, hier ist auch eine Öllampe. Gönn dir. Ich. Boah, ist das hell. Alter. Es ist viel zu hell. Scheiße. Einfach eine Pocket-Sonne. Eine so. Fischdose. Hier ist noch eine Fischdose. Ja, du brauchst doch auch Vorräte. Guck mal, hier ist Wasser. Ja, ich eine Fischdose. Wo ist das hell? Hast du jetzt beide Wasser genommen? Ja. Hier ist eine Taschenlampe. Geil! Was bringt denn dann der Elektriker? Das ist das Einzige, was er kann, ist eine Taschenlampe haben. Echt? Ich habe eine Taschenlampe und die Batterie hält länger. Das ist mein Feature. What the? Da vorne liegt was. What's happened to our car? Some car parts are missing. If this is their idea of some prank, it's gone way too far. I better find where they put them, else we be stuck out here. Ich höre hier irgendwas laufen. Hast du gehört? Sam. Ja. Na gut, lass uns erstmal gehen. Warte mal, hier ist eine Leiche. Wo? Was? Sebastian? Ja? Ach, da. Guck mal. Es ist ein Das Lagerfeuer. Ist ein fucking Lagerfeuer, Leon. No, das ist eine Leiche. Nein, da vorne, da hinten ist eine Leiche. Nein. Da, oder da liegt irgendwas. Wo denn? Kann auch ein Stein sein.
Das ist doch keine Leiche, das ist ein Baum. Das ist ein Stein. Es ist ein Baumstamm. Wir gehen eine Leiche suchen im Wald. I should like the smoke signal before I head out too far. Was? Smoke signal? Ja, das Lagerfeuer wahrscheinlich. Ja, okay, dann mache ich das kurz an. Warte mal. Oh, da hat was geatmet. Nein, nein, nein. Du laberst doch scheiße. So, zack, Errungenschaft. So, dann lass uns mal suchen, komm. Wollen wir zusammen gehen, ja? Guck dir mal das Lagerfeuer an. Es ist so extrem, das ganze Haus brennt. Gut, immerhin hast du eine kleine Sonne dabei. So, und was suchen wir jetzt? Wir suchen jetzt unseren Kumpel, ne? Wir suchen unseren Freund, Mensch. Ah, okay, guck mal. Auf der Karte ist nichts markiert, außer unser Zuhause, basically. Ja, okay, lass einfach nach Süden, ne? Im Zweifel immer nach Süden. Okay. Wo ist denn die Karte? Digga, wie du rennst. Guck mich mal an. Oh, Mann, Alter. Na, wir werden es ja sehen, ne? Vielleicht kommen wir ja irgendwo hin. Weißt du, jetzt noch so alles Friede, Freude, Eierkuchen? Komm mit was. Ich geh da mal Hallo sagen. Entschuldigen Sie! Jetzt genug gekrabbelt hier! Oh. Hallo, Leon. Leon. Hallo. Leon, komm her! Hier läuft was. Ja, Leon, komm! Ah, hi! Ey, das ist doch unser Freund! Nein! Das ist nicht unser Freund! Sie wirft Scheiße! Was? Warum? Oh mein fucking Gott! Sie schreit wie ein Roboter! Oh mein Gott, Leon! Sie ist immer noch hinter mir! Sie wirft Scheiße! Warte! Wollen wir... Warte! Warte! Oh nee, sie kommt immer noch! Du musst im Zickzack laufen. So. Oh! Oh Gott! Leon! Der hilft immer. Ach du Scheiße! Leon! Ja, was ist los? Sind wir sicher? Okay, ich glaube, wir sind sicher. Was denn? Wo bist du? Ja, was ist hier los? Alles gut. Tja. Und wie gefällt dir Spandau? Schön hier. Oh Mann. Du hast mir gar nicht erzählt, dass hier so viel Nadel ist. Nadel. Ja doch, ist ein großer Nadelwald. Kann man sich einen Weihnachtsbaum fällen. Ist ein großer Nadelwald. Ah, macht schon Spaß hier, ne? Ja. Wie haben wir da? Haben wir irgendeinen Indikator, wo unser Kumpel ist? Nee. Da ist eine Frau. Nee, die schreit doch wieder. Nee, wir haben legit gar keine Indikatoren. Also wir laufen basically einfach nur rum, glaube ich. Alter, diese Geräusche teilweise. Oh, Leon, das ist so scheiße. Wir finden den. Gar kein Problem. Hier war irgendwo ein creepy Sound. Warte mal, da ist ein Aussichtsturm. Ja, 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 da gehst du. Digga, wie du da hinrennst. So. Vielleicht ist ja der Park Ranger hier, ha? Huh? Eine Birne. Oh, Digga. Hier ist nichts. Ich leg die Birne wieder zurück. Es ist alles gut. Digga, was ist das? Digga, irgendwer hat hier eine richtig schlechte Zeit gerade. Ich würde jetzt mal. Oh. Ja, kommunizier mit ihm. Red mit ihm. Oh. Sag ihm, wir wollen nichts Böses.
Digga, plötzlich. Ihn besuchen und frag ihn, ob er unseren Freund gesehen hat. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ich komm nicht weg. Frag ihn. Du hast mich eingesperrt. Ich komm nicht mehr weg. Frag ihn. Ja, bitte. Ich komm nicht mehr weg. Hier raschelt doch schon wieder was. Frag ihn. Los, jetzt. Jo, da ist Hat er. Sie. Er kommt zu, Leon! Leon! Frag sie, ob sie unseren Freund gesehen hat. Leon! Ja, frag sie. Leon, wie bist du? Wie hast du es überlebt? Achso, du bist doch. Hochgelaufen. Digga, so ein Müll. Ach, guck mal, hier links runter. Frag ihn jetzt. Hallo? Frag du ihn doch. Haben Sie unseren Freund gesehen? Ist das kacke? Wie du da stehst mit der Taschenlampe. Er hat ihn nicht gesehen. Ich frage jetzt die Frau. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung? Sie hat einfach ein Stück Scheiße nach dir geworfen. Haben Sie vielleicht unseren Freund gesehen? Oh Gott! Oh mein Gott, wer ist er denn jetzt? Ich bin nicht mehr. Ich hab keinen... Macht sie dir Schaden? Ja. Ich kann nicht mehr. Hallo. Ich mag niemand. Haben Sie unseren Freund gesehen? Ist das kacke. Wieso hat das Spiel 3 gute Bewertungen? Ist ultra scheiße. Darf ich mal? Lass mich mal umbringen. Wieso läuft sie jetzt mir hinterher? Ich hab sie höflich gebeten, ob ich an ihr vorbei kann. Oh mein Gott! Sie hat mich vom Turm geschmissen. Digga, sie hat dich so übel vom Turm geworfen. Ach du Scheiße. Leon, komm zurück. Leon. Das kann doch nicht real sein. Das ist doch nicht wirklich ein Spiel. Oh, hinter uns. Leon, ich sehe nichts mehr. Leon. Oh mein fucking Gott, was ist passiert? Leon, opfer dich. Das sind 2 von denen. Oh mein Gott, ich bin tot. Yo, Leon! Was? Digga, was ist das denn jetzt? Yo, Leon, mein Bruder! Hä? Soll das jetzt hier so ein Labyrinth sein? Leon! Leon! Ja. Wo bist du? Hallo? Wo bist du? Hier? Weiß nicht. Du bist... Warte. Rede? Du bist hinter der Wand. Ja, wir sind da. Wohin? Wohin aus? Digga. Warte. Wie komme ich zu dir? Ja, hier. Hier ist ein Ausgang bei mir. Hä? Digga, was ist das für ein Wildscheiß-Game? Warte mal, wo bist du denn? Ich suche gerade den Eingang. Ich sehe dich. Da bist du. Was passiert, Kollege? Was passiert? Na, ich weiß auch nicht. Da war so ein Mann mit 2 Gesichtern. Ja, was sagst du? Und bei dir? Ey, Bro, ich wurde einfach komplett zugehauen mit Stuff und da eins kam zum anderen. Der Bobi ist auch hier? Mhm. Können wir mal gucken. Hier, komm, lass. Oh! Was war das jetzt?
Oh nein. Dann bitte. Komm, stell dich mal hier an jemanden. Ich hab grad schon wieder Schreie gehört. Nee, okay. Okay. Ich geh. Hier vorne wird geflüstert. Findet jemand? Der flüstert, der lügt. Guck mal, hier ist eine Leiter. Ja, hier komme ich her. Hier. Lief! Digga, die Leiter führte einfach gegen den Felsen. Oh Mann! Da ist der Eingang! Oh Mann! Ja, was sagst du zum Spiel? Oh nein, hier ist schon wieder der scheiß Lookout. Ich scheiß mich ein. Oh nee. Waren wir so nah dran an diesem Eingang? Nee, ist glaube ich ein anderer Watchtower. Ja, Bro, lass was anderes spielen. Das ist ja bitter. Ja, oder? Ja, so. Alte 4. Ja, das war, Oh, eine interessante Erfahrung. Das war... Junge, wie du da umstandest. Und dann plötzlich diese Frau dich einfach angeschrien hat. Und wir beide stehen da einfach nur so... Ja, das gebe ich definitiv zurück. Die hat mich vom Turm geworfen. Ja, mich auch. Ey, mein Gott. Und dann laufen die alle hinterher und alle schreien einfach nur. Huh. Innerhalb von 2 Minuten alles getriggert, was du in diesem Spiel triggert. Ja, das war komplett krank. Okay, ja, das war Nobody Sleeps at Night. Wir haben das Spiel Bums. Ja, das Spiel heißt einfach nur Bums. Ein Spiel mit einer großen Variety of Minigames. Also es ist Pummelparty oder was? Ich habe keine Ahnung. Da steht, es ist wohl funny, aber auch gruselig. Es heißt einfach nur Bums. Es hat eine Rezension. Es hat 2 negative. Negativ. Ja, wir können es uns mal speichern. Ey. Lass uns mal weiter gucken. Oh, was ist das denn? Warbite. Operation Falcon. 6 Euro. Mehrspieler. An old modern school FPS, where you can play tactically or engage in crazy fast-paced combat. Host your own rooms easily and enjoy a fair game. Where victory is... Ja, wollen wir ein schönes 101 machen, oder was? Du, ich bin the boy. Abfahrt. Also es lädt jetzt runter, es sind 8 GB. Wir gucken jetzt mal nach einem anderen Spiel, was irgendwie schneller runtergeladen ist. Dann laden wir das andere gleich im Hintergrund runter. Guards. Ich weiß nicht, was es ist. Das sieht tatsächlich ganz witzig aus. Guards. Was macht man da? Weiß ich nicht so richtig. Fantasy-Ego-Shooter für 1-4 Spieler. Der dich an Stahlstiefel der unterfaszinierten und übermotivierten Stadtwache versetzt. Tritt Türen ein, schnappt die Verbrecher und verursache exzessiven Sachschaden. Okay. Verursache exzessiv Sachschaden. Ja, wir können das mal ausprobieren. Das sieht eigentlich ziemlich funny aus. Ich habe noch nie so eine geile Beschreibung für mach Sachen kaputt gehört. Ja, ultimativer Sachschaden. Es sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht echt ganz cool aus, ne? Ja, lass ausprobieren, zumindest mal reingucken, oder? Ja, ja. In den Warenkorb, 14 Euro, Alter. Let's go. Yes, Abfahrt. Let's go. Koop gedacht, Hammer, ne? So, Spiel hosten, Spieleranzahl 17, okay. Friendly Fire von mir aus, ein Mission Duration. Okay. Ich habe einen Server aufgemacht. Mhm. Oh, laufen tut schon mal gut. Leertaste ist ein Kick. Rüstung E. Oh, kann man seine Rüstung anpassen für Cash? Das ist... Oh. Kannst du da schon die Microtransactions gibt's schon. Na, war ja zu erwarten. Oh. Junge, du hast exzessiven Sachschaden verursacht. Aua! Ich sag's dir. Ei! So. Ich bin tot! Du bist tot? Hab ich mit einem ich Kick. Ja, ich lebe wieder. Ich hab dich mit einem Kick gesachtschadend.
Scheiße. Ist das hier sowas wie unser Hub? Ich glaube ja. Ich glaube, wir starten hier in der Oh mein Gott, jetzt habe ich ein Browserfenster geöffnet. Ja, ja, ja. Wieder DLC, ne? Irgendwas Downloadable-mäßiges. Oh, hier gibt's Waffen. Für 300 kann ich mir ein Schwert kaufen. Ah, okay. Wie viel haben wir? 500 haben wir zum 500. Anfang. Heil. Ich glaube, ich nehme. Okay, ich starte eine Runde. Ja, wenn ich ein Schwert habe, suchst du vielleicht was anderes, oder? Ja, ich kann nur das Schwert nehmen. Den Rest haben wir noch nicht entdeckt. Ja, dann gehen wir ins Mega-Elend-Viertel. Alle Straftäter überwältigen. Mission ist ausgewählt. Und jetzt müssen wir hier unser Dings betreten. Okay. Ja, let's go. Unser Raumschiff. Setz dich doch, Kind. Mach ich. Verbrechen. Okay, wir müssen jetzt einfach nur die... Wer ist er? Ist er ein Straftäter, den wir überwältigen müssen? Moin. Ich glaube, oder? Moin. Okay, oh ja. Er ist... Oh. Ich hab ihn einfach instant geköpft. Junge. Es ist zensiert. Jetzt entspannen Sie euch mal. Ist doch perfekt für YouTube. Okay, also man muss jetzt einfach nur aufpassen, dass man wahrscheinlich keinen Damage kriegt, ne? Ach, man kann die auch festnehmen übrigens. Nö, nö, nö. Ich bin tot. Nee, doch. Bin ich tot? Nee, ich hab nur einen auf die Fresse bekommen. Axt. Ich hab eine Axt. Oh mein Gott. Ja, ich bin tot. Ja, okay, du musst übel aufpassen. Versuch eine andere Waffe. Oh, pass bitte auf. Ja, ja, ja. Ich bin schon tot. Ich bin auch tot. Okay, Alter. Du blöde Sau! Warum sind die so gut? Man kriegt verbliebene Zeit fortsetzen. Das wäre jetzt echt. Ah, okay. Okay, also man muss übel aufpassen. Mhm, mhm. Kann man. Ach, man muss wahrscheinlich mehr treten auch. Alright. Junge, wie du die Tür aufkicken musst. Hammer. So, Sieg. Okay, wir versuchen es nochmal. Nächste Runde. Ach, wir haben kein Gold mehr, ne? Nee. Stimmt. Haben wir aber noch unsere Waffen? Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen mit Raid. So ein bisschen Raid-mäßig. Ja, ja. Rüstet man sich auf und geht rein. Ja, okay, da müssen wir jetzt ganz langsam die Leute verprügeln und Waffen sammeln. I guess. Ja. Und Beweise. Das sind die Beweise? Ja, scheint so. So, ja, oder stehen hier nicht Waffen? Okay, ah, guck mal hier, kannst du nochmal kaufen, wenn du willst. Das ist ja gut, wir haben halt immer noch kein Gold, ne? Ja, ich habe ein bisschen Gold, aber auch nicht viel. Ich hole mir einen, das ist ein Wurfmesser, Wurfdolch. Ja, okay, dann verprügeln wir die und holen uns deren Stuff. Oh! Geht's dir gut? Ja. Oh, hier sind Beweise, glaube ich. Oh, ah, guck mal, hier kann man sich, kannst du hier Holz holen. Bitte helfen Sie mir. Nicht mich hauen. Alles hielt, alles hielt. Warte, ich nehme den fest. Oh, ich habe sie festgenommen. Yes, ich auch. Ah, hier kann man das, deren Münzen einsammeln. Geil. Können die also abfacken. Okay, also festnehmen ist gut. Hier Folgen. Hier ist Healing. Warte, müssen wir die, laufen die uns jetzt oder müssen wir die hier einsperren irgendwie in diesen Wagen? Ja, das ist jetzt die Frage. Gehen die da vielleicht hin? Ja. Ja, 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 okay, die setzen sich da hin. Doch. Der eine hat sich da hingesetzt. Ja, okay, er auch. Ich sehe auf jeden Fall vorne hier die Beweis... Kiste. Ja. Okay, sind noch zwei. Okay, ich hab die Kiste. Beschütz mich. Ja, ich beschütze dich. Die hängen fest. Armbrust. Ah, man muss sechs von diesen Kisten hier herholen. So scheint's. Also, such nach den Kisten. Ach, das warst du! Ups. Ich schlag hier erstmal alles in den Rücken. Hier sind Pfeile. Digga. Ja. Ich bring die Kiste weg, warte. Digga, ich hau dir erstmal übel das Kreuz weg. So, zack. Oh je. Ja, nicht vergessen, wir haben auch nicht so viel Zeit, ne? Wir haben noch 480 Sekunden. Oh, ich habe nicht so viel Zeit, ne? 480 Sekunden. Warte mal, da läuft einer mit einem... Oh mein Gott. Ich bin tot? Ja, wirf einen Hammer. Ach du Scheiße, was Vorsicht, ist das? Vorsicht, Armbrust. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja. Scheiße. Das ist die Frage, wie man da jetzt vorgeht. Kann man Sachen werfen? Ja, das ist... Boah, weiß ich nicht. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir müssen mal gucken, ob man vielleicht Sachen werfen kann. Ja, ja, ja.
Hier, Geiseln retten. Vielleicht müssen wir auch einfach noch mehr exzessiven, also noch exzessiveren Sachschaden machen. wir versuchen jetzt mal Sachen zu werfen, weil ich glaube, wenn wir die werfen, können wir deren Deckung brechen und sie dann aus dem Leben schallern. Aber dann könnten wir sie auch treten, oder? Vielleicht. Theoretisch, also um die Deckung zu brechen. Geiseln retten, na super. Na super. Wieder eine Geiselnahme auf dem Montag, ne? Du wirst die sowas von töten, die Geisel. So, warte mal. Kann man... Es ist neu. Aua! Alles gut. Auf, pass auf. Ich bin tot. Okay, ja. Oh Gott! Ja, ich auch. Wir wurden tot geboxt. Jetzt entspann dich. Da war einer mit einer Axt und einer mit Fäusten. Und wir wurden von dem... Jetzt entspannst du dich erstmal. Okay? Bezirk überlaufen. Alles gut. Zivile Unruhe, das hört sich nicht gut an. Wir machen jetzt Beweise sammeln. Ich habe 210. Ich habe 50. Kann man sich für 200 hier irgendwas... Ja, guck mal. Nächste Mission. Mega Elends. Kriegshammer? Ich habe mir einen Kriegshammer gekauft. So. Na gut. Ja, pass mal auf, ich mach das jetzt. Wir gehen jetzt ins Auf rechts kann ich blocken. Echt? Oh, das ist ja crazy. Operation Falcon ist bereit. Okay, let's go. Weiter geht's. Guards ist bis jetzt ein interessantes Spiel. Ey, mega. Guck mal, da vorne sind sie. Pass auf. Ich trete dann so tot. Nicht mehr. Oh, oh. Alter. Bitte helfen Sie mir. Schau, Alter. Okay, warte. Da können wir nicht Stück für Stück. Oh Mann, ich bin leider low jetzt. Betäubungsmittel. Sind das Pfeile? Ja. Ja, aber damit kann ich halt nichts anfangen, solange ich keine Ambus habe. Der wirft Steine, ne? Ja. Pass auf. Ich gehe hin. Ist tot. So. Seinen Kopf zerschlagen habe ich. Oh mein Gott, Leon, ich hab's so hart zerrissen. Ich hab gegen Kiste getreten. Shit. Die war explosiv. Bist wieder da? Oh, ich kann eine Kiste werfen. Ah, okay. Ja, versuch mal Deckung zu brechen, dann sag Bescheid, dann renne ich hin. Oh mein Gott, das sind viele. Ich hab daneben geworfen. Vorsicht, da kommt jemand mit dem Hammer. Man kann boxen. Oh, ich bin... Digga, wie soll man das machen? Hallo? Das ist ja übel schwer. Wie kommt man denn jetzt easy an Geld? Soll ich aufladen? Mit linker Maustaste kann man übrigens boxen. Man kann blocken mit Rechtsklick. Ja, okay, das ist ja vielleicht schon mal halbe Miete, oder? Hier stehen halt auch die Steuerungen. Man kann spotten. Banes. Ja, okay, dann versuchen wir zu blocken. Komm jetzt, rein hier. Na gut. Sieg, Verlust. Komm, Abfahrt, wir gehen da jetzt rein, Leon. Epische Mucke, Abfahrt. Was sagst du bisher zum Spiel? Oh, ich weiß noch nicht. Also scheiße ist es jetzt nicht. Im Vergleich zu vorher habe ich das Gefühl, das könnte schon witzig werden. Ja, ja. Wenn man auch seine Ausrüstung kauft und so. Ja, und seine und vor allem... Ich hatte Hoffnung in das Spiel, sag ich auch ehrlich. Blocken. Ich blocke. Oh, Junge, habe ich den gekontert. Ach du Scheiße, den kann man, glaube ich, nicht blocken. Ich nehme seine Aggro, du machst ihn tot. Ja, genau so, jetzt festnehmen. Meine Axt. Hab ihn. Digga, die sind alle down, ciao. Er ist wieder aufgestanden. Warte, du hast ihn umgebracht, sehr schön. Ich bring's zurück. Sehr gut. Alright. Hilfe. Leon, blocken. Ja. Alles gut, hab dich. Ich nehm den Wichser fest. Zack. Sehr gut. Geld. Sehr schön. Ich hab jetzt keine Waffe mehr, aber ist nicht schlimm. Ich glaube, du musst mal hier... Oh, hier ist eine Axt wieder. Ich hab eine Armbrust. Geil. Nee, hä? Ich hab sie fallen gelassen. So, jetzt. Oh, shit. Du musst sie wieder aufheben, du hast nur 3 Schuss. Ah, verstehe. Okay, wenn du jemanden siehst, ist nichts. Perfekt. Nee. Ich hab Beweis. Gerechtigkeit wurde gesprochen.
Okay. Ich höre hier Leute hinter. Verbleibend 8. Ich glaube, wir müssen die Tür aufmachen. Wir müssen vehementen Schaden verursachen. Ich glaube, ich habe die Beweise zerstört. Okay, hier ist... Nice. Lass sie kommen, lass sie kommen. Ich habe einen erschossen. Sehr gut. Ich nehme den fest. Oh, guck mal, du hast den sogar festgenagelt. Der hängt hier einfach in der Wand jetzt. Ja, das ist ja übel geil. Okay, hier liegen noch ein paar Waffen. Lass ihn mal rauskommen. Mach mal Tür auf. Ich schieße sie tot. Ich hatte einen Molotow. Alles gut, alles gut. Ich hab dich. Mach die mal... Vorsicht von hinten. Hab ihn. Ey, Leon, du musst jetzt mal klarkommen auf dein Leben, ja? Ich hab nur ein Leben, wenn du mich wieder belebst. Leon, komm mal auf dein Leben klar. Okay. Ich kann so nicht. Gib mir eine Sekunde, okay? Ich kann so nicht, Leon. Gib mir jetzt eine Sekunde, bitte. Ich erschieße alle, wenn ihr... Junge, ich clear das. Mach mal alle Boxen und so kaputt, da könnte überall Gold sein. Ja, warte mal jetzt kurz, ich muss... Hier ist Healing. Bei mir. Ich komm. Oh! Entschuldige, komm mit. Hier ist Healing. Ja. Ich hör die doch labern hier. Wir brauchen die Boxen, Leon. Ja. Einen hab ich. Zweiten hab ich. Let's fucking go. Hier ist noch mehr Healing. Ich hab ne Bombe, glaube ich. Okay, warte, wir müssen zu dem Ziel. Komm mit. Komm. Oder? Hier ist ein Tisch im Weg. Hier ist noch eine Tür. Okay. Oh, warte, hier ist noch so eine Box. Du musst die Dinger finden, ne? Die Boxen. Ja. Oh. Überleben. Wir haben noch 400 Sekunden. Wir müssen halt noch 4 von den Kisten finden. Ich schaff das nicht. Das sind so viele. Ey, Armbrust ist OP. Ich blocke. Im Zweifel Armbrust. Oder rennen. Renn zu mir. Ich kann nicht so rennen. Das sind 4 Leute wirklich, die stehen im Eingang drin. Die blockieren mir den Eingang. Okay. Also jetzt sind es noch 2. Ich hab 2 getötet. Rechts direkt um die Ecke. Das bitter. Der ist voll schwer, Alter. Ich bin so kacke in dem Game. Komm, wir machen nur einen Versuch. Dann spielen wir was anderes. Okay. Das kann doch nicht sein. Ne? Guck mal. 70 Tacken habe ich. Jon. Ne? Ich habe 110. Und was kann ich damit anfangen? Nüschte. Alles zu teuer geworden. Und Wurfdolch. Also das Beste ist legit Armbrust, weil mit Armbrust one-shottest du die Scheiße aus denen raus. Aus der Entfernung raus. One-Shot? Mhm. Crazy. Deshalb müssen irgendwie an der Armbrust kommen. Ich habe eben eine in der Box gefunden. Alter, Merry Christmas. Ja, gut. Er hat nur ein Holzbrett. Der kriegt von mir links-rechts-Kombo, zack. Und festgenommen. Sehr gut. Okay, hier ist nichts. Warum kann ich meinen Wurf durch nicht werfen? Da kommt ein, Vorsicht, zurück. Ja. Ich hab die Aggro, aber der verfolgt mich immer. Alter, das ist insane. Ich bin down. Ja. Ja, okay, scheiße. Alter, 4. Also, das Spiel ist ja gottlos schwer. Oh nein, Leon hat gerade, glaube ich, aus Versehen seinen Discord geschlossen. Als er Alter 4 hat. Ja, also das Game, irgendwie schon cool. Glaube ich, müsste man mehr grinden. Um da Progress zu machen. Aber wir kommen zurück. Er hat Discord Alter 4. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. So, ich gehe jetzt in Warbyte Operation Falcon rein. Ja, let's go. Das wird geil. Schönes 1 gegen 1, ne? Boah, scheiß mich. Geil, wollen wir in Tschernobyl ballern? lass uns doch mal nach Tschernobyl, das hört sich gesund an. Wir können ja auch mal gucken, Search. There are no rooms created, perfekt. Host. Okay, also Guest, okay. Roomname, Sterzig. Tschernobyl, free for all, 15 Minuten, 25 Kills. Back to Lobby. Das ist eigentlich geile Einstellung, bin ich ehrlich. Man kann hier wirklich alles entspannt einstellen. Okay. Ist offen. Play. Ja, Moment mal jetzt kurz hier. Hallo, die Mucke kneift mir schon ins Ohr. Komm rein jetzt. Ja, ich drück auf Join.
Alter, es wird jetzt so eigentlich ohne Scheiß, auf dem ersten Look, Leute, es sieht gar nicht so beschissen aus. Bist du schon gespawnt? Nee. Du? Jo. Stay aware of surroundings and enemy movements. Na, wo bist du, Leon? Ja, ich bin noch nicht gespawnt. 90% steht unten rechts seit lange. Oh, jetzt. Da bist du. Ja. Och, guck mal. Digga. Ach du Scheiße. Alter, Leon. Warte, ich muss mich mal hier auf die. Oh Gott. Ich muss mal kurz. Warum ist die Resolution bei 800p? Ja, das war bei mir auch so. Ich habe plötzlich gar nichts mehr erkannt auf meinem Bildschirm. So. Okay, aber jetzt bin ich ready, Alter. Okay. Settings. Ja, ich bin sofort so. Controls, Sensitivity machen wir nochmal runter. Ey, ohne Scheiß, so beschissen sieht das gar nicht aus. Nee, wo ist denn die? Ach da. Die Sense. Ja, es wackelt halt krass, ne? Dadurch, dass das Bobbeln da an ist. Das Bobbeln. Bobbeln. Leon, wo bist du? Ich glaube, ich höre dich laufen. Wie hören sich denn die Steps an? Ist wirklich ein bisschen wild. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen lauter machen wieder. Kurz noch Spielpause. Okay, wo bist du? Ich bin... Dreh dich mal um, in Real Life. Nee. Doch, dreh dich mal um. Oh, warte. Ich hab dich laufen hören. Die kleinen Plastiksteps. Digga, Headshot! First kill! Junge, Leon, du wirst so auf die Fresse kriegen, ne? Ja, ich glaube auch. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich sag nur so viel. Kampflos gebe ich mich nicht geschlagen. Ja, ist auch in Ordnung. Wo bist du? Kann man auch eine andere Waffe wählen? Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube nicht, oder? Ist die Frage. Ich glaube auch nicht. Da, wo bist du? Ich höre dich schießen. Ja, ich habe dich halt durch ein Fenster gesehen. Aber ich kann nicht rausschießen. Du hast mich jetzt gerade eben durch ein Fenster gesehen. Oh, oh. Boah, alles gut. Siehst du mich? Nur wirklich. Wenn ich durch das Fenster schieße, ist einfach so ein Einschussloch, als würde ich durch Beton schießen. Ja, same. Du lebst doch. Hör doch auf. Oh. Ja, ist das geil. Junge, die Mucke. Ich hab keine. Spawn Protection gibt's auf jeden Fall. Gott, ich weiß, wo du gespawnt bist. Ach, nein, weißt du nicht. Doch, weiß ich wohl. Ich höre dich laufen, du kleine Ratte. Ich höre deine Scheißsteps. Pass mal auf jetzt. Digga, wenn du wüsstest, ne? Wenn ich wüsste, was denn? Scheiße! Ja, ja, alles gut. Die Runde ist ja noch lang. Na klar. Wie lang ist denn die scheiß Spawn Protection? Wie unfair ist denn der Spawn? Die Musik jetzt. Oh Gott. Zack, get fucking sprayed on. Du hattest 20 Minuten Spawn Protection. Wo bist du? Spawn direkt vor meiner Fresse. Junge, ich hab halt mit Scope richtig versucht, dich zu treffen, aber alles ging daneben, weil ich einfach nicht aimen kann. Ja, das weiß ich. Aim ist echt nicht so deine Stärke. Nee. Wo bist du? Ich dreh dich mal um in Real Life. Komm her. Ich war das komm, nicht. Peak! Das war ich nicht. Peak! Das war ich nicht. Ich war das nicht. Peak! Also, glaub mich, war das nicht. Dreh dich mal um in Real Life. Hab ich? Oh.
Wie scheiße ist das? Jetzt weiß ich, was du mit Beton-Einschlussloch meinst. Siehst du mich? Ja, ich schieß auf dich. Ja, dann push ich dich jetzt. Ich mach dich jetzt lang. Ich seh dich, ne? Ich seh dich auch, dein kleiner Scheißkopf da, Abby. Ja, komm du mir raus hier. Nö. Alter, man kann sliden. Mit was? Mit C? Jo, wenn du sprintest und dann C drückst. Oh, wo bist du? Ach, da im Eingang, kleine Ratte. Ich schreibe. Kann man Türen öffnen? Geht nicht. Doch, du kannst einfach durchgehen. Ich bin im Haus. Was? Ich bin im Haus. Was? Ich komme noch nicht rein. Hast du F gedrückt? Drüber F? Ich bin. Was? Aber hier ist nichts geladen. Also nein! Du bist da reingebackt! Ich kann alles sehen. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Soll ich dir mal ein Bild schicken? Ja, gerne. Hast du eine Granate? Nein, nein, nein. Hat sich zerrissen? Nein. Ich stehe weit genug weg von dir. Was mache ich hier? Digga, komm da raus! Ich kann nicht raus. Du bist einfach... Junge, Leute, er ist einfach komplett... Warte. Das ist gerade seine Sicht. Er steht im Haus und kann raus. Komm da jetzt raus. Na gut. Wirf Granate auf den Boden. Ja, ich komm da raus. Ey, ich mach dir keinen Schaden. Digga, die Hitbox vom Baum! Ist riesig. Bro, geh mal an den Baum und schieß da so richtig deutlich dran vorbei. Nur so, weißt du, Pete? Ich konnte dich nicht treffen, weil die Schüsse am Baum abgefangen. Junge, das war hilarious. Warum werden denn die Schüsse vom Baum abgefangen? Junge, die Hitbox vom Baum ist riesig. Wo bist du? Dreh dich mal um. Also ich höre schon wieder deine dreckigen Scheiß-Steps. Nein! Der Baum hat mich nicht geschützt. Ich würde halt gerne mal andere Waffen ausprobieren oder so. Ja, same. Oh Gott. Ja, nee. Jetzt hast du ein Problem. Nee. Ich hab die Granate so laut gehört, ich sie selber gezündet. Scheiße. Der Van hat meine eigenen Schüsse blockiert. Die ist gegen meinen Kopf geflogen. Echt? Oh, no fucking way. Junge, learn to play. Double kill. Stell dir vor, du hast das Spiel entwickelt und niemand spielt. Ja, aber dann, also, ich weiß auch warum. Nein, das ist ein gutes Game. Ich habe es fast neben dir geschossen, aber es explodiert leider nicht. Ja. Oh, ich habe auch hinter dir ein... Boah, Headshot! One-Shot-Headshot! One-Shot-Headshot! Nee. Von den Bäumen weg. Die Bäume sind so unfair, ne? Okay, ich gehe ganz kurz auf Klo und dann machen wir nochmal eine andere Map. Bin sofort wieder da. Man hat sogar eine Secondary. Ja. Weil ich sag mal, Tschernobyl ist ja schon toll, aber wer weiß, was es hier in diesem Spiel noch so gibt, ne? Eben, es gibt ja noch ganz viel zu entdecken. Skyscraper, Harbor. Construction, Pine, Industrial, Zombies Alpha, New Liberty? Wegen Sachen in der Luft, by the way. Na gut. Nee, wir machen New Liberty. Das sieht ja heftig aus, Mann. Ist das Amerika? Free for all. Digga, ich mach einfach auf. Raum ist auf, der heißt Raum irgendwas. Room irgendwas. Ich bin da. Es gibt eh nur einen.
True. Players online, 2. Rooms created, 1. Players playing, 1. Players in Lobbies, 1. Jetzt geht's los. Irgendein aufregender Bre sitzt gerade irgendwo und sieht seine Spielerzahlen steigen. Hat so Steam-Charts auf. Let's fucking go. Oh mein Gott, das sieht das schrecklich aus. Ich bin wieder bei 90. Ah, okay. Da ist eine Straßenlaterne. Das ist unfair. Die blockiert alle Schüsse. Weißt du, wie weit die von mir weg war? Das ist nicht dein Ernst. Du spawnst direkt neben mir? Ich bin von einem Auto abgefahren worden. Was? Ich was? Digga. Was ist das? Das ist doch jetzt nicht. Das ist das nicht der Ernst vom Spiel, oder nicht? Du was? Du gar. Es geht GTA, mein Freund. Oh Gott, hier ist eine Wand. Ich warte kurz, es dauert ein bisschen mit dem Rückwärtsfahren. Bro, FYI, man kann dich nicht töten, während du da drin sitzt. Er ist einfach faktisch nicht möglich. Warte ganz kurz. Ich brauche ganz kurz, okay? Warte. Bitte gehe. Oh oh. Ja! Ciao, Bruder! Oh nee, du spawnst jetzt ja wieder hier in der Mitte. Da. Wo bist du? Ach da. Oh Gott. Das ist doch scheiße. Was ein Kackspiel. Scheiße. Ja, jetzt hast du ein Problem, ne? Ach du Scheiße. Ja, ich war so überzeugt, dass du mich messern würdest. Vielleicht machen wir das auch gleich nochmal. Hm? Ja, der Spawn ist so kacke. Wirf doch die Granate! Nee, so geht das hier nicht. Zack, get fucking shit on. Eh? Oh fuck. Oh, wo bist du? Ich höre nur irgendeine Granate zu. Die Map ist so scheiße. Das Spiel ist kacke, Leon. Nein, das Spiel ist super. Hör auf, dich hinter der scheiß Laterne zu verstecken. Oh nein. Ciao, Leon. Schade. Digga, das ist so ein Drecksgame. So, komm her, Arsch. Oh nee, das ist doch unfair. Oh, ich häng fest. Ich häng in der Absperrung fest. Ich konnte mich nicht bewegen. Aber ich bin dir trotzdem noch ein Knife voraus, ne, Sebastian? Oh Gott! Oh Mann, Alter. Nee. Jetzt haben wir ein Problem. Ach, verdammt. Das ist natürlich bitter. Oh, nee. Ich höre dich so spawnen, ich weiß nicht wo. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ciao. Das ist so kack, das Spiel. Hä? Hä? Wo bist du gespawnt? In dir. Was? Was? Du bist in mir drin gespawnt? Ja, so ungefähr. Ciao. Ach du Scheiße. Er rennt erstmal auf die Granate, Junge. Oh nee. Ich hab keine Ahnung, wo du bist.
Ich weiß wirklich nicht, wo du bist. Wo warst du? Wo bist du? Wo bist du? Er sucht mich. Ich höre deine Steps, aber ich habe keinen Plan, wo du bist. Nee, ich gehe gerade gar nicht. Echt nicht? Bist du als Baum getarnt? Such mich. Ja, ich komme gleich. Oh nein, er holt das Auto. Er holt das Auto. Oh nein, er holt, glaube ich, das Auto. Hier ist eine Wand. Ich kann das Auto nicht holen. Oh. Da ist eine unsichtbare Wand im Weg. Wo bist du denn? Ich meine, dann ist der... Bist du? Wo bist du, Bro? Ich sehe dich legit null. Hm. Du musst mich finden, musst du mich. Oh mein Gott. Ach, Mann, Scheiße. Easy, Bro. Easy Man Kills. Sieht einen da null, wirklich. Du bist einfach eins mit dieser scheiß Farbe. Easy Kills, Bro. Get wrecked. Bist du immer noch da hinten? Oh. Ja, also, was soll ich sagen, Freunde? Das ist auch ein geiles Game. Das macht Spaß, würde ich kaufen. Empfehlung auf jeden Fall. Wie viel hat das gekostet? Ich weiß nicht, 10 Euro? Nee, 6 Euro? 8 Euro? Oh, nee. Ja. Oh, Mann. Warum? Das ist doch scheiße. Ja, warte mal ab. Die Spawn Protection ist halt auch so lost, ne, wirklich. Ja, komm mal her. Headshots. Die Knife Headshots. Oh nein. Spawn Projection. Du Arschloch. Hatte ich das gekillt? Nein, nein. Die scheiß Granaten. Ja, okay, Leute. Also wir haben wirklich heute wieder, ultra dumme Spiele gesehen, würde ich behaupten. Ah. Leider war heute nichts schön. Die Creme de la Creme weiß von Steam, Alter. Wirklich. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt locker 40 Euro oder so bezahlt, oder? Oh Mann, ey, nee. Das ist doch scheiße. Okay, weg. Oh, ich kann dich nicht hören. Scheiße, hier doch jetzt. ja, wir haben einiges an Geld bezahlt für die Scheiße. Oh Mann. Und was soll ich sagen? Also ich stelle mir dieses Spiel vor, wenn man mit irgendwie 20 Spielern oder so zockt, wäre bestimmt auch funny. Ciao. Wenn du richtig viel getrunken hast. Oh, yo. Und dann. Dann kommen wir her. Dann kommen wir her. Scheiße. Noch mehr trinkst. Ja, und wenn du dann noch mehr trinkst. Das Spiel doch nicht kaufst. Dann hast du gute Entscheidung. Ich spawn einfach in die drin und stech dich ab, weil ich Spawn Protection hab. Ist das kacke, Mann. Ist das scheiße. Ich bin nicht aufhören zu spielen, ich bin süchtig. Ich auch. Moin. Das Killgefühl ist viel zu gut. Es ist so abwechselnd, weil wir die ganze Zeit einfach in der Mitte spawnen. Oh Gott. Ist das scheiße, Mann. Wo bist du? Ich weiß es selber nicht. In der Mitte. Wo bist du? Aha. Oh, get wrecked. Das kommt in meine nächste Montage. So, Leute. Ich glaube, das Outro geht jetzt schon eine Weile. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Oh. Nein, keine Granate. Oh.
Und ja, ey, wenn ihr mehr sehen wollt und bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare mehr von dem Bär. Ist das kacke. Es gibt so weh, es gibt so viele schlechte Shooter. Oh nein. Ja. Okay, ich glaube, das soll es gewesen sein, Freunde. Ich wünsche euch Rache. Oh shit. Ja. Ist das dumm. Ja, ein knappes Mäuschen, du. Ich wünsche. Oh nee, warte, jetzt spawnst du ja schon wieder hier. Ah, nicht ganz. Ja, nee. Ich treffe nichts. Zack. Ich treffe nichts. Oh, get wrecked. ja, und lasst doch gerne ein Like da und einen Kommentar. Oh Mann, die hätte dich so umgebracht. Zack. Ja! Oh. Jetzt kannst du mir das Video beenden. Ich wünsche euch auch einen super schönen Tag. Ja, tschüss, Freunde. Es war klasse. Bye, bye.